Hallo alle zusammen, ich bin's wieder, der Jörg von Bode Motion. Dieses Mal nicht auf der Autobahn unterwegs, insofern habe ich die Hoffnung, dass meine Stimme etwas verständlicher zu euch schallt. Ich möchte euch ein ganz kurzes Feedback dazu geben. Ich hatte gerade eben beim Shopping, bei der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk, ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Thema war Motivation. Kurzfristige Motivation, langfristige Motivation. Dabei habe ich für mich festgestellt, dass ich mich permanent kurzfristig motiviere. Ich habe eine ellenlange Liste an Dingen, die ich tun möchte. Und es gibt nicht einen Tag, ungelogen, an dem ich aufstehe und denke, boah, wäre ich mal lieber liegen geblieben. Sondern es ist vielmehr so, dass ich jeden Abend denke, ah Mist, fuck, muss schon wieder ins Bett. Woran liegt das Ganze? Ich glaube, es liegt einfach daran, wenn man angefangen ist, sich zu motivieren und das Ganze in kleinen Schritten tut. Ja? Also wirklich solche Dinge wie, hey, ich muss heute die Wäsche waschen, ich muss einkaufen, ich will Staub wischen, ich muss die Briefe zur Post bringen und, und. Wenn man sich dahingehend gut motiviert, dass man diese Aufgaben schnell erledigt, dann passiert Folgendes. Ihr werdet an den Punkt kommen, an dem ihr seht, wow, das war ja gar nicht so viel. Wir kennen diesen Effekt. Ja, im Nachhinein ist immer alles einfacher gewesen. Und an diesem Punkt, wo ihr sagt, wow, guck mal, ich habe die Wäsche gewaschen, ich habe Staub gewischt, ich habe die Briefe zur Post gebracht und einkaufen war ich auch noch. Jetzt habe ich den ganzen Tag übrig für mich und muss eigentlich nichts mehr machen. Das ist ein enorm cooles Gefühl und ich glaube, dass das ansteckt. Wenn ihr das einmal habt, dann ist es immer noch Zufall. Wenn ihr es systematisieren könnt, also wenn es immer wieder vorkommt und ihr vielleicht auch wisst, wie ihr da hingekommen seid, dann ist es ein unheimlich motivierendes Ding und ihr stellt fest, dass ihr unheimlich viel Zeit habt, dass ihr zu unheimlich vielen Dingen in der Lage seid und dass der einzige begrenzende Faktor in eurem Alltag ihr selbst seid. Die Faulheit, die Serie, die man gucken möchte, das Buch, was man lesen möchte und so weiter und so fort. Das alles hält uns von den Dingen zurück, die wir eigentlich machen müssen. Ja? Also die uns aus vernunftstechnischer Sicht wichtig erscheinen. Ich mache es genauso. Ich habe eigentlich eher die Tendenz dazu, faul zu sein. Ja, ich möchte meine Ruhe haben. Ich möchte der Sonne beim Auf- und Untergehen zugucken. Damit ich das machen kann, muss ich aber viele Dinge tun. Also Geld verdienen zum Beispiel. Ja, oder Aufträge suchen. Oder. Und ich für mich habe halt herausgefunden, dass es der beste Weg ist, dass ich mich kurzfristig motiviere. Ich habe also einen Pool an Aufgaben, an Dingen, die ich machen muss, die wichtig sind. Und es gibt einen Pool von Aufgaben, die ich machen möchte, weil ich Bock drauf habe. Ja? Coole Shootings, mein Buch zu Ende schreiben, vielleicht, keine Ahnung, die Wand anmalen. Wir ziehen ja gerade um und. Oder einfach nur im Cabrio durch die Gegend fahren, ist auch cool. Und genau diese Sachen kombiniere ich. Ja? Also ich bin da so ganz gewitzt darin, das Nützliche mit dem Interessanten zu verbinden. Und das sorgt für permanente, oh, jetzt bin ich mal weg, für permanente, kaputt, allerdings, na, sowas, sehr kurzfristige Motivationsschübe. Reicht allerdings aus, um durch den Tag zu kommen. Und ja, das war mein Tipp für euch von heute, also heute aus dem Gespräch, so als Quintessenz. Probiert's mal aus. Kurze Ziele, knapp hintereinander gesetzt, ja, immer mit ordentlich viel Pausen dazwischen, nie zu viel auf einmal und ihr stellt fest, dass ich einen Tag wie Kaugummi ziehen kann, weil ihr einfach super viel Zeit habt und eigentlich nicht genug zu tun, also gezwungenermaßen Dinge, die den ganzen Tag ausfüllen würden. Probiert's aus. Teilt das Video, Daumen hoch, abonnieren, ich freue mich über alles. Bei Fragen bitte info@bodemotion.de. Ja. Lasst von euch hören, ne? Motivation ist nämlich alles.